Das nächste Problem, die werden jetzt immer etwas komplizierter. Der Hamster soll bis zur nächsten Wand und dann zurück zur Ausgangsposition laufen. Schauen wir uns zunächst eine iterative Lösung an. Wir brauchen eine variable Anzahl, in der wir uns merken, wie viele Schritte der Hamster gemacht hat bis zur Wand. Hin und zurück. Anzahl wird mit 0 initialisiert und solange vorne frei ist, hüpft der Hamster ein Feld nach vorne und erhöht den Wert der variablen Anzahl um 1. An der Wand angelangt, dreht er sich um und so viele Werte, wie jetzt in Anzahl gespeichert sind, so oft, hüpft er vor und erniedrigt Anzahl jeweils um den Wert 1, sodass er letztendlich an seiner Ausgangsposition stehen bleibt.